So, vielen Dank, liebe Kollegen. Lassen wir uns gerne beginnen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Nach einem ereignisreichen Tag gestern geht es heute mit Volldampf weiter. Wir freuen uns, Ihnen heute unseren neuen Cheftrainer Stefan Effenberg auch persönlich vorstellen zu können. Stefan Effenberg hat hier in Paderborn einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017 unterschrieben und wird heute Nachmittag auf der Paderkampfbahn seine erste Trainingseinheit mit unserer Mannschaft leiten. Wir bitten um Verständnis, dass wir hier keine 1:1-Interviews anbieten. Bitte stellen Sie Ihre Fragen also direkt innerhalb der Pressekonferenz. Darüber hinaus noch eine Mitteilung für die nächsten beiden Tage. Das Training heute Nachmittag, wie schon gesagt, ist öffentlich. Sie können also als auch Medienvertreter gerne daran teilnehmen. Die Trainingseinheiten morgen und am Freitag werden nicht öffentlich sein. Das erste Wort an dieser Stelle gebührt unserem Präsidenten Wilfried Finkel, der die Verhandlungen mit Stefan Effenberg auf Mallorca erfolgreich zu Ende geführt hat und uns einige Hintergründe zu dieser Verpflichtung erklären kann. Bitte, Herr Finkel. Ja, ich hatte eben, bevor ihr hier wart, schon mal scherzhaft gesagt, der Andrang ist ja deutlich größer als beim Holzer-Skandal, aber der Anlass ist auch deutlich erfreulicher heute. Insofern fange ich mal mit dem bewegten Tag gestern an. Der war eigentlich als Tag gar nicht so bewegt, sondern es war ein sehr konstruktives Gespräch, was wir geführt haben. Und ich habe in dem Gespräch genau den Eindruck gewonnen, den ich eigentlich von Herrn Effenberg erwartet habe. Es ist natürlich diesem Gespräch ein intensives Abgleichen des Marktes vorausgegangen. Das muss man ja sagen. Das ist ja auch unsere Pflicht zu überprüfen, was der Markt in unserer Situation und nach unserem Dafürhalten als Bestes hergibt. Als dann der Name Stefan Effenberg durch Herrn Born und durch entsprechende weitere Kontakte zu mir gedrungen ist, kann man sagen, dass ich nahezu euphorisiert war. Und ich will Ihnen auch gleich sagen, warum. Einmal ist es ein Fußballspieler, von denen es in Deutschland von der Qualität nicht so ganz viele gegeben hat. Und als ich mich dann noch mal etwas mit der Historie beschäftigt habe, und seine Spieldaten mir angeguckt habe, dann ist einem so manches Spiel um den Europapokal doch wieder ins Gedächtnis gekommen. Und seine Spielweise, die hat eigentlich ganz schnell den Entschluss bei uns reifen lassen, dass er auch für uns, wenn er das, was er als Spieler auf dem Platz gezeigt hat, wenn er das als Trainer unserer Mannschaft vermittelt, dass er uns deutlich weiterhelfen wird. By the way, Sie können das sicherlich nachlesen, ist kein Geheimnis, er hat, glaube ich, 113 oder 117 gelbe Karten in seiner Karriere bekommen. Das heißt aber auch, bei diesen 113 Angriffen des Gegners war da der Angriff vorbei. Da war Schluss und hatte entweder Bayern oder Gladbach den Ball. Und genau das ist das, was unserer Mannschaft nach meinem Dafürhalten im Moment fehlt. Und ich kann nur sagen, dass ich nach dem Gespräch, nach unserem persönlichen Gespräch gestern, umso zufriedener war, weil ich ganz sicher bin, für den SC Paderborn den richtigen Trainer zum richtigen Zeitpunkt geholt zu haben. Und wir brauchen ja nicht groß in die Zukunft zu schauen. Das ist ja schon hier fast Gesetz. Trainer beim SC Paderborn heißt nach 2 Jahren Bundesliga-Trainer. Ob mit uns oder mit jemand anderem. Das wird die Zukunft sein. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Finke, für Ihr Eingangsstatement. Kommen wir zum neuen Cheftrainer. Bitte, Stefan, dein Kommentar zu ersten Eindrücken in Paderborn. Ja, also, ich bin es wirklich. Vielen Dank nochmal für das Kompliment, für die vielen gelben Karten. Ja, wusste ich gar nicht, dass es so viele waren. Viele waren allerdings unberechtigt. Muss ich auch mal dazu sagen. Nein, ich bin sehr froh, hier zu sein. Wir haben hervorragende Gespräche geführt. Zuerst mit Michael Born,
dann auch mit Michael und dem Präsident, Herrn Finke. Ich hatte nach ein, zwei Minuten sofort das Gefühl, dass ich hier willkommen bin, dass das auch die richtige Entscheidung ist, zu sagen, ich möchte das und ich will das, und habe auch mit voller Überzeugung den Vertrag dann unterschrieben. Ich glaube, wir haben eine große Qualität hier innerhalb der Mannschaft, sonst wäre ich nicht hier. Man muss jetzt gewisse Dinge lösen innerhalb der Mannschaft, wo ich aber im Detail jetzt nicht drauf eingehen werde. Ja, ich freue mich persönlich auf diese Aufgabe, ja, auch mit meinem Co-Trainer Sören Osterland zusammen. Und jetzt wird sich konzentriert auf das Spiel am Freitag. Das hat die absolut höchste Priorität, sich da wirklich im Detail und zu 100% vorzubereiten, nicht nur für mich oder das Trainerteam, sondern auch für die Mannschaft. Und dann bin ich auch sicher, dass wir relativ schnell wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Und nochmal, ich wäre nicht hier oder würde hier sitzen, wenn ich nicht überzeugt wäre, wenn das hier alles erfolgreich oder dass das hier erfolgreich laufen würde. Ja, ich freue mich eigentlich auf alles, was jetzt so kommt, auf die Zuschauer, auf die Stimmung hier im Stadion, auf die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Viele habe ich schon kennengelernt, war relativ früh heute Morgen hier. Das Wetter war hervorragend heute Morgen, alles war weiß. Ich habe gedacht, wir landen in Norwegen oder so, aber es war dann Paderborn. Nein, ich habe eine unglaubliche Vorfreude. Ich bin Feuer und Flamme und freue mich wirklich auf das, was in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten kommt. Ja, vielen Dank, Stefan, für dein Eingangsstatement. Kommen wir zu Ihren, zu euren Fragen. Bitte schön. Sebastian Kohlsberger, Bild, hier vorne in grün. Einmal das Mikro, bitte. Ja, Herr Effenberg, Sie haben gesagt, Sie haben die Mannschaft schon kennengelernt. Ja, was haben Sie denn bisher so für einen Eindruck von der Mannschaft? Und, die Mannschaft habe ich noch nicht kennengelernt. Okay. Das wird gleich passieren. Okay. Von daher kann ich die Frage nicht beantworten. Ich habe die Leute hier, die angestellt sind bei dem Verein, alle kennengelernt. Habe das Gefühl gehabt, total willkommen zu sein. Sie haben sich alle gefreut. Sie auch am Flughafen, heute Morgen schon. Ja. Also es war echt ein schönes Gefühl. Und ja, wie gesagt, die Mannschaft werde ich nachher kennengelernt beim Training um 3 Uhr. Peter Klute, Westfalenblatt, eine Reihe dahinter, bitte. Effenberg, Sie haben gestern ein Fernsehinterview gegeben und haben gesagt, dass die Mannschaft Freude und Glauben zurückbekommen muss, aber dass Sie in den letzten Spielen von Paderborn auch eine gewisse Angst gesehen hätten. Wie schnell kann das denn gehen, aus dieser Angst jetzt Freude zu machen und den Glauben zurückzukriegen? Und was haben Sie so an ersten Maßnahmen, Sie haben jetzt nur 2 Tage Zeit, im Kopf, wie das funktionieren kann? Also da hat natürlich die höchste Priorität, dass man mit den Spielern redet, ob es jetzt in der Gruppe ist oder auch in Einzelgesprächen, dass man halt da die Probleme, die da sind, einfach auch beiseite schiebt und dass das, was war, die ersten 10 Spiele nicht zählt. Ja, wir fangen hier ganz neu an. Und ich glaube, dass durch die Gespräche sich das denn entwickeln wird, ja? Dass sie den Glauben wieder zurückgewinnen, dieses Selbstbewusstsein auch, dieses wirklich überzeugend zu sein, die Spiele anzugehen und die Spiele auch zu gewinnen. Das erwarte ich auch, weil die Qualität vorhanden ist. Ja? So, bitte sehr. Matthias Reichstein, Westfalenblatt, schließt sich an. Herr Effenberg, wie ist denn Ihr langfristiges Ziel? Sie haben bis 2017 Vertrag, der Verein kommt aus der ersten Liga. Ist es Ihr Ziel, den Verein auch da wieder zurückzuführen, oder wie gehen Sie die Sache jetzt hier an? Na, das Ziel wird sein, sportlich gesehen, sich von unten zu lösen. Ja, und wir werden aber immer den Blick nach vorne richten. Wir werden den Blick nie zur Seite oder nach hinten richten, wir werden den Blick immer nach vorne richten. Und was dann im Endeffekt rauskommt, das wird man dann sehen. Ich gebe hier keine Zielsetzung aus, von wegen Platz 5, 7, 9 oder 11, das werde ich nicht machen. Aber nochmal, ich bin total davon überzeugt, dass so viel Qualität im Kader drin steckt, dass der Weg nach oben geht. Da bin ich mir ganz sicher. Herr Finke, Sie sind bekannt dafür, dass es bei Ihnen keine Nicht-Abstiegsprämie gibt, sondern wenn überhaupt Aufstiegsprämien. Haben Sie mit Herrn Effenberg eine Aufstiegsprämie vereinbart? Wenn Sie mich so gut kennen,
hat sich die Frage eigentlich schon erübrigt und sonst würde ich nicht drüber sprechen. Das sind Vertragsinhalte, die hier nicht hingehören, aber wir haben zumindest die gleiche Auffassung vom Erfolg, weder nach hinten noch zur Seite zu gucken, sondern nach vorne. Das hat diesen Verein ja auch jahrelang geprägt und wir haben ja auch mehr erreicht, als man diesem Verein jemals zugetraut hat. Und darum werden wir auch jetzt beim Punkt 0, den Sie schon mal, wenn Sie sich erinnern, vor 2 Jahren gab, nach der Niederlage in Saarbrücken, jetzt haben wir wieder Punkt 0. Wir fangen jetzt an, ab jetzt werden Punkte gezählt und ich bin ganz sicher, dass wir genügend Punkte holen, dass wir alle hier gemeinsam viel Spaß haben. Uli Klose, RTL, bitte einmal Mikro abwarten, Uli. Sie haben ja nur ein paar Dutzend Länderspiele auf dem Buckel und ein paar große Spiele mit Bayern. Da ist ja schon einiges so gekommen. Aber wie angespannt sind Sie vor dem ersten Zweitligaspiel als Trainer gegen Braunschweig? Ja, es hätten mehr Länderspiele sein können und müssen eigentlich. Aber das ist Vergangenheit. Ja, eine Anspannung ist schon da. Logischerweise. Und Anschlussfrage. Das ist gut so. Wie würden Sie Ihre Trainerpersönlichkeit einstufen? Mehr the normal one oder mehr the special one? Der eine ist a special one, der andere ist a normal one, I'm the new one. Danke. Ja, wir haben noch eine Nachfrage. Uli, gibst du mal ein Mikrofon einmal da hinten rüber? Können wir jetzt auch T-Shirts verkaufen, oder? Ja. So, Matthias Reichstein nochmal. Sie haben die Vorlage schon gegeben, Herr Effenberg. Sie sind angespannt, sagen Sie gerade. Ist Ihnen Ihre Frau bei Ihrer Premiere auch dabei am Freitag? Ja, die wird auch dabei sein. Meine Eltern werden auch kommen aus Hamburg. Und ist auch ein gutes Gefühl, haben sich tierisch gefreut. Logischerweise, mein Sohn wird morgen anreisen. Also mein Rücken wird frei sein für das Spiel am Freitag. Ja, jetzt gehen wir mal eine Reihe zurück, genau. Bitte. Herr Effenberg, da Sie jetzt hier sind in Paderborn, bedeutet das auch, dass bei Ihnen so ein Umdenkungsprozess stattgefunden hat, was Ihre Karriere angeht? Denn man hat immer den Eindruck, Sie wollen möglichst weit oben einsteigen, nur bei einem absoluten Topverein. Dann war das ein falscher Eindruck. Nee, eine Reihe weiter. Norbert. Stefan und Herr Finke, Sie haben bisher in Paderborn vielleicht nicht das Oberzentrum des Fußballs gehabt, aber mit Alpha-Tieren arbeiten, das scheint Ihnen zu liegen. So ist zumindest der erste Eindruck. Passt es vielleicht auch deshalb, weil Sie gerne starke Typen an Ihrer Seite haben? Haben Sie mitgebracht? Sowohl als auch. Sehr gerne. Ich habe ja noch ein kleines Hobby nebenbei. Neben dieser Präsidentschaft führe ich auch nicht ganz erfolglos ein Unternehmen. Und seien Sie mal ganz gewiss, dass die Geschäftsführer alles tüchtige Leute sind und auch Alpha-Tiere sind. Denn nur Alpha-Tiere eignen sich eben zur Führung einer Gruppe. Und das ist das, was ich von einem Verantwortlichen natürlich auch erwarte. Und ich bin auch sehr froh, dass ich den gefunden habe. Ja, dem schließe ich mich an. Die Sympathie war sofort da. Ich wiederhole mich. Ja, wir haben gestern das Gespräch geführt auf Mallorca. Und ich erkenne relativ schnell, ob es passt oder passen wird. Und das war nach 1-2 Minuten, glaube ich, klar. Ich bin reingekommen, habe gesagt, alles klar, hier fühlst du dich wohl. Und das ist, glaube ich, eine tolle Grundvoraussetzung für das, was wir vorhaben. Also Michael, bei dir war es auch total angenehm. Also das wird schon passen. Ja. Und auch in den Gesprächen so, zwischen den Zeilen oder auch eben hinten, ja, das ist einfach cool. Ja. Ich fühle mich da wohl. Und das ist wirklich wichtig. Also die Voraussetzung ist geschaffen. Noch eine kurze Nachfrage zum Trainertypus Stefan Effenberg. Scholli hat gesagt, dass ihm die Laptop-Trainer nicht ganz so gut gefallen. Der Tiger, Motto Eye of the Tiger mit Motivation oder wie würdest du dich selbst beschreiben? Nein, es muss immer eine Mischung sein. Also nur das eine wird nicht funktionieren, nur das andere wird nicht funktionieren. Ich glaube, eine gute Mischung ist immer wichtig. Mein Co-Trainer Sören Osterland, der irgendwo auch hier zwischen ist, keine Ahnung, wo bist du überhaupt? Rechts gestanden, da. Da ist er, das ist er. Ist natürlich ein Experte am Laptop und von daher stimmt die Mischung dann auch wieder. Also so schnell, wie er tippen kann, das geht gar nicht. Also er hat auch viel für mich geschrieben beim Lehrgang.
Also ich ich habe es ja vorgegeben, okay? Ich habe es vorgegeben und er hat es abgetippt. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Hätte ich selber getippt, würde ich heute noch da sitzen in dem Lehrraum. Dauert halt ein bisschen länger. Dem Alter geschuldet. Herr Born, der Name Stefan Effenberg weicht so ein bisschen von Ihren bisherigen Trainerverpflichtungen ab. Es waren ja eher unbekanntere Trainer, die in Paderborn aufliefen. Können Sie erklären, wie es zu dem Sinneswandel kommt oder zu der Entscheidung jetzt? Ist das eine Folge von dem Jahr in der Bundesliga, dass der Verein sich gewandelt hat, größer geworden ist? Ja, ich denke, das hat mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt. Aber es ging auch um die Situation, wo wir jetzt gesehen haben, dass wir nach Markus Gellhaus eine Autorität brauchen auf der Trainerbank, wo wir uns natürlich von erhoffen, dass die Jungs möglichst schnell wieder in die Spur kommen. Ja, und dann guckt man, was auf dem Trainermarkt möglich ist. Ich hatte den Michael Mayer von Borussia Dortmund oder früher Borussia Dortmund schon seit langem immer wieder im persönlichen Austausch, schon zu seinen Zeiten, wo er noch im Ligavorstand war. Dann haben wir das Thema mal besprochen und nach der Entlassung von Markus Gellhaus habe ich mich mit Michael Mayer nochmal Kontakt aufgenommen, gesagt, Stefan Effenberg würde ich als sehr spannend empfinden. Er hat dann den Kontakt aufgenommen. Wir haben uns, Stefan, letzte Woche Donnerstag in München getroffen und ich war wirklich von den Gesprächsinhalten absolut begeistert und auch in der Abstimmung mit Herrn Finkel haben wir gesagt, dann müssen wir auf jeden Fall versuchen, die nächsten Schritte zu gehen. Das ist uns gelungen und da sind wir sehr froh drüber.